Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerettet worden von Theresa und wohnen momentan bei ihrem Onkel. Dem sind wir jetzt natürlich was schuldig. Ich habe mich schon mal wieder angekleidet. Sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus als vorher, aber nicht viel. So sehe ich jetzt aus. Und wollen wir mal gucken, was wir zu tun haben, ne? Das sehen wir ja auch hier. Questlog. Müller-Peschek und seine Nichte Theresa nahmen mich bei sich auf, als Gevatter tot an meine Tür klopfte. Ich schulde ihnen mein Leben. Das machen wir als erstes. Nicht das andere, weil solche Schulden begleicht man am besten direkt. Was ist jetzt hier los? Okay. Herunterlade Inhalte aktiviert. Okay. Ja, ich habe ja DLC-Inhalte. Bla bla. Egal. Mein Wort, junger Bursche. Hallo, Müller-Peschek. Ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Das wird wahrscheinlich irgendeine diebische Handlung sein. Aber wir müssen ja die Schulden auftreiben und ein bisschen Zusatzarbeit. Warum nicht? Meine Güte. Na schön, worum geht's? Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schicke dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinters Grubeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Erzähl mir einfach mehr. Ich mach das schon. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Gewissensbisse, Freunde. Ich mache jetzt Zufall. Und stopp. Nein, ich setze nicht meine Ehre aufs Spiel. Das hast du schön gesagt. Aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Das war deine Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Glaub ja nicht, du kannst dich da rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Ja, kriegst du doch auch. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Lebewohl. Ja, komm.
Ich habe meine Meinung wegen des Auftrags geändert. Ich mache es trotzdem, ja. Ansonsten. Ich habe es mir anders überlegt. Würde es ja nicht klappen. Du bist wohl zur Vernunft gekommen, wie? Du weißt, was zu tun ist. Besorg mir den Ring des Toten beim Galgenberg. Ah. Wo bekomme ich denn eine Schaufel her? Wo bekomme ich eine Schaufel? Eine Schaufel? Draußen ist eine. Beim Wagen. Okay. Dann beenden wir mal das Gespräch. Arschloch. So. Was heißt denn draußen? Ach, hallo, Hundi. Wir sind doch draußen beim Wagen, ne? Oder von welchem Wagen reden wir hier? Schaufeli, wo bist du denn? Hallo? Ach, gar keine. Gibt's hier noch einen anderen Wagen? Nö, sieht nicht so aus. Ups. Oder hier? Auch ein Wagen, ne? Schaufel? Ist der Schaufel? Vielleicht hier? Er ist auf jeden Fall kein allzu netter Zeitgenosse, dieser Peschek. Hallo, Theresa. Hast du schon gegessen? Ja, es war sehr gut. Ja, es war sehr gut. Hast du das gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Ich habe eigentlich Linsen in einen Topf gegessen. Ich die Brötchen. Naja. Draußen beim Wagen, hat er doch gesagt. Da ist eine Schaufel. Bin ich blind? Scheinbar bin ich blind. Hier ist ja auch keine drin, ne? Ja, Schloss knacken, okay. Komme ich nicht rein. Vielleicht hier noch irgendwo. Schäufelchen. Sieht gerade mal nicht so aus. Der Pott. Auch nicht schlecht. Komm schon. Wo ist eine Schaufel? Ich finde keine Schaufel. Theresa, weißt du, wo eine Schaufel ist? Solltest du dich nicht ein wenig zurecht machen? Wie hast du es geschafft zu überleben? Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Sicher. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du, oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. An. Die Arbeit ruft. Ich muss Spitzer und Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Ich bin jetzt Okay, ich bin jetzt Theresa. Okay.
Warum bin ich das? Questlog. Jäte das Unkraut im Garten. Gut, machen wir als erstes A. Wo ist A? Da hinten. Jäte das Unkraut im Garten. Ja, hier so ein Quatsch hier. Nee, nein. Das war der Hund. Ich möchte Unkraut entfernen. Unkraut. Alles weg damit. Ansonsten kann ich mal die Goldköpfe gar nicht mehr. Oh, jetzt. Warum kann ich die denn nicht anvisieren so richtig? Spitzer. Das gehört nicht dazu, wie mir scheint, aber das hier auf jeden Fall, ne? Und der bestimmt noch, genau. Das ist auch noch Unkraut, muss weg. Vielleicht doch auch, ja, hier hinten auch. Warum? Also die, die Punkte, wo ich das erreichen kann hier, finde ich ein bisschen doof. Aber ja. Und der Hund? Ich habe ständig Angst, dass ich den. Das sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Ja, gut. Okay. Dann machen wir jetzt. Questlog. Hol das Hühnerfutter. Hier in der Vorratskammer nach. Mach erstmal C. C, sieh in der. Bischek. Trottel. Wo ist es denn? Ach, das ist er. Sehe sie in der Vorratskammer nach, machen wir als erstes. Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Spitze ein Stück Fleisch. So. Das nehme ich. B ist das mit den Hühnern. Okay. Ist auch hier drin. So. Wer bist du? Vater. Ach, hier drin? Nee. Hühnerfutter, da ist es. Und das bringe ich jetzt als erstes mal, bringe ich dir hier was zu essen. Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Stückchen Fleisch. Ah ja, das schmeckt lecker, nicht wahr, Spitzer? Perfekt. Und euch hier, Hühner füttern. Hier ah, für euch. Bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. So. Die haben anscheinend keinen Hunger, keinen großen. Ist auch nicht so schlimm. So, wollen wir mal mit meinem Vater reden, nicht wahr? Was ist nur los mit dir heute, Mädchen? So kenne ich dich gar nicht. Warum? Was gibt's denn? Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Ah. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Er sollte sich ein Beispiel an dir und Stibo nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tu nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Ach, er ist ein Faulpelz, da hast recht. Fürwahr, er ist ein Faulpelz. Und besonders nett ist dieser ungehobelte Kerl auch nicht gerade. Der Herrgott wird ihn eines Tages strafen, glaub mir. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut, Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung.
Ich bin schon gespannt. Kannst du mir nicht... Ich bin schon gespannt. Tatsächlich? Jetzt bin ich neugierig, Vater. Ich mach mich an die Arbeit. Er sieht das bestimmt nicht gerne, wenn man Sachen erfahren will, bevor man die Arbeit gemacht hat. Okay. Hier oben ist bestimmt hier dieser Samuel. Jawohl, sag ich doch. Hey, steh auf, Bruderherz. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach. Iss einen Happen, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Wecke Samuel. Erfolgreich erledigt. Hat nichts getan. Dann den blöden Bishek. Bin ja schon wach. Hey. Du musst zur Arbeit, du Faulpelz. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Hüte deine Zunge, mein Freund. Hey, sprich nicht so über meinen Bruder. Denkst du wirklich, ich sehe nicht, wer sich ein Bein ausreißt und wer keinen Finger rührt? Was weißt du schon von harter Arbeit? Bist doch nur ein Gör. Ich weiß mehr über harte Arbeit als du. Mein Vater hat recht, du bist faul und trödelst immer nur herum. Dein werter Gevatter ist bestimmt nur wütend, weil er wieder beim Würfeln verloren hat. Du kannst gehen. Ich mach mich dann schon bald an die Arbeit. Ah, Bishek! Kann ich ihm auch einen reinhauen? Was zum Teufel? Dem ins Gesicht. Oder in die Klötzup. Na? Huch. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. Okay. Begib dich zur Schmiede. Jo, das machen wir doch. Das machen wir doch. Kann man denn jetzt eigentlich hier die Abkürzung nehmen? Kann ich mit dem Pferd reiten? Hallo? Hallo? Leider nein. Schade. Oben sind aber schon Sachen am... Ist das was am Brennen? Sind das einfach nur Schornsteine, oder? Das muss ja hier einfach nur Schornsteine sein. Das ist kein schwarzer Rauch. Ein ganz normaler. Na gut, werden wir mal gucken, ob wir hier erreichen können. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, ob ich hier oben rein kann. Aber auch interessant, jetzt spielen wir als Theresa. Dann wohl doch... Oh, Spitzer kommt mit. Wohl einer der wichtigeren Charaktere in dem Spiel. Theresa hier. Ja, hier komme ich rein. Das ist perfekt. Eigentlich. Wenn Spitzer nicht im Weg stehen würde. So. Da oben ist die Schmiede. Hallo. Nichts vom Schmied zu sehen. Mit dem Weib des Schmieds. Wo könnte er sein? Okay. Wie sitzt hier hinten? Was? Nee. Hallo, Heinrichs Mutter. Gott schütze dich. Vater schickt mich wegen der Nägel. Ich soll für Vater Nägel holen. Aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe.
Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Hätte mir auch früher sagen können. Die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Um was ging es denn? Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Oh, natürlich. Um was sonst? Aber eigentlich habe ich genug von Jungs, ne? So zumindest mit 3 weiteren Jungs zu Hause und der Vater. Ja, natürlich. Um was soll es sonst gehen? Daran ist doch nichts verwerflich, oder? Du warst auch einmal jung und hast mit Jungs getanzt. Ach, und jetzt bin ich eine alte Vettel? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur gescherzt, Mädchen. Ihr jungen Hüpfer sollt ruhig das Tanzbein schwingen. Macht das Beste aus eurer Jugend. Denn ehe man sich's versieht, findet der Vater einen Ehemann und man muss sich um die Kinder kümmern. Hoffentlich nicht allzu bald. Danke fürs Bescheidsagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Na gut. Also, auf geht's zu Bianca und Johanka. Und danach kehren wir zu Vater zurück. Bianca und Johanka. Mhm. Okay, da kann ich nicht. Ups. Wollte gar nicht auf Springen drücken. Kommen wir ja schon durch. Mal sehen, ob wir jetzt gleich auch irgendwo Heinrich treffen. Der ist bestimmt da oben, ne? A ist Vater. Machen wir als erstes mal B, wahrscheinlich wie Bianca. Hallo. Adam. Hallo Bianca. Was gibt's denn? Bianca, warum bist du denn schon so früh wach? Ach, Vater kommandiert mich von früh bis spät herum. Du kennst das ja. Ja, in der Tat. Schön, dass du hier bist. Du musst mir unbedingt helfen. Würdest du für mich bei Heinrich vorbeischauen? Er ist beim Schafpferch an der Palisade, wie immer. Ach, natürlich. Spielt er wieder mit dem Holzschwert herum? Er bereitet sich auf sein Leben als mächtiger Krieger vor. Immerhin kann er dich dann mit dem Holzschwert vor gemeinen Schurken beschützen. Ach ja, die kindischen Jungs. Hör zu, kannst du ihm ein Bier von mir bringen? Warum bringst du es ihm nicht? Wenn Vater das sieht, zieht er mir das Fell über die Ohren. Aber bei der Hitze braucht er doch was. Schon gut, ich bringe ihm das Bier. Da ist bestimmt Bier das Beste, was du haben kannst. Dass das Bier von mir ist. Jeder weiß, dass das Bier in Scarlett von dir und deinem Vater ist. Du weißt, was ich meine. Ach, und Thea, komm zurück zu mir, wenn du ihm das Bier gebracht hast. Ich rede in der Zwischenzeit mit Vater. Wir müssen danach nämlich wohin? Ich erzähle dir später mehr darüber. Und jetzt geh, sonst wird das Bier warm. Okay. Da ist es schon. Der Deutsche. Okay, gehen wir mal zu Heinrich. Wo muss die denn danach mit ihrem Vater hin? Das wird mich ja jetzt brennend interessieren. Und hier rüber? Ja. Hallo Schäfchen. Scharfes Bänken, scharfes Bänken. Puff. Hallo Heinrich. Gott sei mit dir, Heinrich. Habe ein Bier für dich. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ah, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Es ist von Bianca. Bianca hat mich geschickt. Ihr Vater will nicht, dass sie hierher kommt. Ah, verstehe. Ich werde sie heute Abend vergelten. Ich will gar nicht wissen, wie. Warum bist du denn heute alleine?
Sonst ist er doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er? Vanjek. Und er ist kein Vagabund, sondern ein fahrender Kampfmeister. Nun, augenscheinlich kampfmeistert er heute woanders. Oder er schläft seinen Rausch von gestern aus. Nun ja, da ich keinen Gegner habe. Hättest du Lust auf ein bisschen Spaß? Also mit dem Schwert, meine ich. Ich kann's dir zeigen. Ich soll kämpfen? Klar, warum nicht? Nee, du. Nee, das ist nichts für Mädchen. Nee. Zu der Zeit halt nicht, ne? Weil sie ja da einfach nur die Müllers Tochter war, ne? Ich meine, sie hat schon Ahnung von schwerer Arbeit und alles so. Aber kämpfen, das ist dann bestimmt doch noch nicht ihre Sache. Du machst wohl Witze. Das ist nichts für Mädchen. Wir spielen doch nur mit dem Schwert. Keine Sorge. Ich schicke dich danach nicht in den Krieg. Ich weiß nicht, Heinrich. Lassen wir das lieber. Wie du meinst. Überleg's dir. Ich bin bis zur Mittagszeit hier. Es steht da bestimmt gleich optional. Trainiere mit Heinrich oder so bei den Quests. Zurück zu Bianca, um zu erfahren, was sie sonst noch will. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal zu Bianca zurück. Ah, komm, Spitzer, los. Spitzer. Jawohl. Aber Junge. So, dann kommen wir mal zu Bianca zurück. Vielleicht erfahren wir jetzt, was für einen Termin sie später mit ihrem Vater zusammen hat. Na, wo bist du? Da bist du ja. Sei gegrüßt, Theresa. Gott schütze dich. Was wolltest du denn eigentlich noch? Da gab es doch noch etwas, oder? Hast du Heinrich das Bier gebracht? Ja, klar. Hab ich. Sehr gut. Was hat er gesagt? Er brauchte jemanden zum Kämpfen. Aber ich habe abgelehnt. Das verstehe ich. Die Jungs und ihre Holzschwerter. Ach, jetzt kann ich dir ja sagen, was ich noch wollte. Lust auf einen Waldspaziergang? Jetzt gleich? Willst du mir etwa unter den Kiefern den Hof machen? Ich brauche Zutaten, um Heinrichs Lieblingsschnaps brennen zu können. Welche Zutaten brauchst du denn? Was fehlt dir denn noch? Ich habe alle Zutaten bis auf Tollkirschen, aber ich kenne da eine gute Lichtung. Tollkirschen? Die sind doch hochgiftig. Nicht, wenn man mit ihnen umzugehen weiß. Also bisher habe ich niemanden vergiftet. Warum gehst du denn eigentlich nicht alleine? Warum gehst du nicht einfach alleine? Mein Vater hat etwas dagegen. Angeblich hat neulich jemand einen Wolf gesehen. Was? Hier bei uns im Wald? Angeblich. Der alte Blaha soll ihn gesehen haben, aber der ist ja nie nüchtern. Ich will trotzdem nicht alleine gehen. Warum fragst du nicht deinen Bruder? Adam? Der würde sich in die Hose machen. Außerdem muss sich jemand um die Schenkel kümmern. Aber sein Bogen wäre was. Gut mitgedacht. Danke. Also, ich fasse dann mal zusammen. Also, du willst dir Adams Bogen ausleihen und dann mit mir zusammen in den Wald gehen, damit wir da Tollkirschen pflücken. Nun ja, die Sache hat einen Haken. Adam wird ihn mir nicht geben, weil letztes Mal die Sehne gerissen ist. Du musst ihn dir von ihm leihen. Ich kann eh nicht Bogen schießen, aber Stibor hat es dir beigebracht, oder? Ja, aber das ist sehr lange her. Das spielt keine Rolle. Wenn der Wolf den Bogen sieht, kommt er nicht näher. Also, wirst du Adam fragen? Du weißt doch, dass er dich mag. Mach ihm schöne Augen, dann gibt er ihn dir. Wenn du das mit Heinrich machst, klappt das vielleicht, aber ich? Komm schon, du bist doch auch ein hübsches Mädchen, Theresa. Treffen wir uns auf der Brücke am See, wenn du den Bogen hast, ja? Ach, ja gut, ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber wenn ich das nächste Mal etwas von dir brauche, will ich nicht hören, dass du unbedingt zu Heinrich musst. Gut. Du bist ein Engel. Ja, ne? Das ist eine Nebenquest jetzt. Vom Wolf im Walde. Okay. An dieser Stelle möchte ich sagen, das mache ich das nächste Mal. Oder ich mache das nächste Mal weiter. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne das Video teilen.
Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal bei Kingdom Come Deliverance. Ich würde mal sagen, ciao!